Weltweit entwickelt sich ein Trend zu Weltraummissionen mit vielen kleinen verteilten in Formation fliegenden Satelliten, die gemeinsame Ziele verfolgen. Dieses Video befasst sich mit Formationen für Satelliten und wie diese mittels prädiktiver Regelung akquiriert und aufrechterhalten werden können. Ähnlich wie bei der Entwicklung von Computersystemen ab den 1970er Jahren scheint ein Paradigmenwechsel von traditionellen, multifunktionalen, großen Raumsonden zu verteilten, vernetzten, kooperierenden Kleinstsatelliten in Sicht zu sein. Kleinsatelliten ermöglichen aufgrund ihrer geringen Größe und ihres modularen Charakters Multisatellitenmissionen. Mehrere Kleinstsatelliten können anstelle eines viel größeren, teureren konventionellen Satelliten für verteilte Sensoranwendungen wie atmosphärische Messungen, dezentrale Antennensysteme und synthetische Apparaturen verwendet werden. Missionen mit mehreren Kleinsatelliten können eine vergleichbare Funktionsfähigkeit wie ein monolithischer Satellit liefern, jedoch mit signifikant verbesserter Flexibilität und erhöhter Robustheit. Multisatellitenmissionen lassen sich grob in zwei Kategorien einteilen, und zwar in Konstellationsmissionen und Formationsflugmissionen. Die dynamischen Formationszustände der Satelliten sind durch ein gemeinsames Kontrollgesetz gekoppelt. Das bedeutet, bei einer Formationsflugmission muss mindestens ein Satellit einen gewünschten Zustand relativ zu einem anderen Satelliten verfolgen und seine Navigationskontrollgesetze müssen vom Status eines anderen Satelliten abhängen. Ist dies nicht der Fall, handelt es sich um eine Konstellationsmission. Zum Beispiel stellt das GPS-System eine Konstellation dar, weil Bahnkorrekturen der Satelliten nur die eigene Position und Geschwindigkeit erfordern, auch wenn spezifische relative Positionen aktiv beibehalten werden. Die Hauptherausforderungen des Formationsflugs ergeben sich aus dynamischen Kopplungen zwischen Satelliten und der Umgebung. Wenn die Satelliten in der erdnahen Umlaufbahn ausgesetzt werden, wirken Umweltstörungen wie Luftwiderstand, Sonnendruck und Abweichungen des Erdschwerefelds auf sie. Diese Störungen können dazu führen, dass Satelliten schnell voneinander wegdriften. Um dies zu verhindern, müssen die Satelliten diesen Störungen aktiv entgegenwirken und gleichzeitig ihre Umlaufbahn, relative Entfernung und Orientierung beibehalten. Befinden sich die gewünschten Positionen nicht in der gleichen Höhe, müssen die Satelliten zusätzlich Kontrollaufwand betreiben, um ihre Umlaufzeiten zu synchronisieren. Diese Herausforderung wird durch die begrenzten Fähigkeiten der derzeitigen Sensoren- und Aktuatortechnologien für Kleinsatelliten noch verschärft. Die Defizite bei der Hardware-Miniaturisierung müssen daher durch Software, wie beispielsweise erweiterte Lageregelungs- und Fehlerkorrekturverfahren, ausgeglichen werden. Die Satelliten müssen also entgegen aller Störungen auf der Zieltrajektorie der Formation bleiben, die gewählte Orientierung halten und dabei diverse Einschränkungen berücksichtigen, die aufgrund begrenzter Ressourcen, wie beispielsweise Energie während des Eklipsdurchgangs oder allgemein durch niedrigen Schub entstehen. Um all dies zu berücksichtigen, wird eine modellprädiktive Regelung verwendet, die bis zu einem bestimmten Zeithorizont das Verhalten von multivariablen Prozessen in Abhängigkeit von Eingangssignalen berechnen kann. Model Predictive Control basiert auf der iterativen Optimierung eines Zustandsmodells mit endlichem Horizont, hier als Prediction Horizon bezeichnet. Zum Zeitpunkt K wird der aktuelle Zustand abgetastet und eine kostenminimierende Regelstrategie für einen relativ kurzen Zeithorizont P in der Zukunft berechnet. Konkret wird eine Online- oder On-the-Fly-Berechnung verwendet, um Zustandsbahnen, die vom aktuellen Zustand ausgehen, zu untersuchen und eine kostenminimierende Regelstrategie bis zum Zeitpunkt P zu finden. Nur der erste Schritt der Regelstrategie wird implementiert. Dann wird erneut abgetastet und die Berechnungen werden ausgehend vom neuen aktuellen Zustand wiederholt, was eine neue Regelung und einen neuen vorhergesagten Zustandspfad ergibt. Wie auch bei anderen Regelungsverfahren wird ein mathematisches Modell benötigt. Betrachtet man eine vertraute Formation wie diese Flugzeugformation, stellt man fest, dass das mathematische Modell im Formationsflug die relative Bewegung zwischen den Teilnehmern so gut wie möglich beschreiben sollte. Ein vereinfachtes Modell der orbitalen Relativbewegung sind die 1960 veröffentlichten Chloesi-Wiltshire-Gleichungen,
bei dem sich das Ziel auf einer kreisförmigen Umlaufbahn und der verfolgende Satellit auf einer elliptischen oder kreisförmigen Umlaufbahn befindet. Jeweils nach der Beschleunigung in x, y und z, dem Kräftevektor u und der Orbitperiode Omega, die sich aus dem Gravitationsparameter μ und dem Radius bzw. der großen Halbachse a des kreisförmigen Zielorbits zusammensetzt. Dieses zielzentrierte Koordinatensystem wird auch Local Vertical, Local Horizontal, kurz LVLH genannt. Es rotiert einmal um die Z-Achse pro Orbit und existiert in verschiedenen Orientierungen. Die in diesem Video verwendete Definition des LVLH-Koordinatensystems zeigt mit der Z-Achse Richtung Erdmittelpunkt und mit der X-Achse in Bewegungsrichtung bzw. along track. Daher müssen die Chloé-Wiltshire-Gleichungen noch transformiert werden. Y wird zu X, Z wird zu minus Y und X zu minus Z. Hieraus lassen sich nun folgende sechs Zustandsgleichungen bilden, woraus sich folgende Matrixdarstellung ergibt. Die Matrixdarstellung kann auch folgendermaßen vereinfacht werden, mit der Zustandsübertragungsmatrix A und dem Zustandsvektor X. Dieses Modell ist ebenfalls Teil der MATLAB Model Predictive Control Toolbox und zur besseren Veranschaulichung wird ein Rendezvous-Manöver mit einem 100 kg schweren Satelliten mit 900 kg Treibstoff und einem spezifischen Impuls von 450 Sekunden durchgeführt. In dieser Tabelle sind die Orbitparameter des Ziel- und des Verfolgersatelliten aufgelistet. Die zu Beginn erwähnte Einschränkung, dass der Zielorbit kreisförmig, also mit Exzentrizität 1 sein muss, gilt hier nicht, da das vorgestellte mathematische Modell von 1960 stark vereinfacht war. Somit ergeben sich folgende Anfangszustände für die relative Position und Geschwindigkeit und folgende initiale Orbits für den Verfolger oben und dem Zielsatelliten unten. Der in MATLAB verwendete Control Loop besteht aus einem Sensormodell, welches zufälliges Rauschen auf die Messungen legt, dem diskreten prädiktiven Controller selbst, einem Aktuatormodell, welches zufälliges Rauschen auf den Control Vektor legt, einem Modell, das die Masse des Verfolgers in Abhängigkeit des verbrauchten Treibstoffs bestimmt und dem Modell für die Berechnung der relativen Bewegung zwischen den Satelliten, wessen Gleichungen im zuvorigen Abschnitt aufgestellt wurden. Der Positions- und Geschwindigkeitsvektor sowie die Masse des ausgestoßenen Treibstoffs wird in der Output.mat gespeichert und die Steuereingaben in Control.mat. Für jeden Abtastzeitpunkt im Vorhersagehorizont multipliziert der Regler die vorhergesagten Abweichungen für jede Ausgabe mit dem Gewicht der Ausgabe, quadriert das Ergebnis und summiert über alle Abtastzeitpunkte und alle Ausgaben. Ziel ist es, diese Summe bzw. Kostenfunktion zu minimieren. In diesem Beispiel ist der Vorhersagehorizont P 70 Zeitschritte, die Steuerung U auf plus minus 100 Newton beschränkt, die Ausgabegewichte 15 mal 10 hoch 10 und die Zeitschrittgröße 300 Sekunden. Die ersten drei Graphen zeigen den Verlauf der relativen Distanz über die Simulationszeit von 80.000 Sekunden, gefolgt von den relativen Geschwindigkeiten in X, Y und Z und den Steuereingaben, die, wie zuvor festgelegt, auf plus minus 100 Newton begrenzt sind. Nach ca. 50.000 Sekunden hat das System die Zustands- und Regelbedingungen erreicht. Und hier nochmal das Rendezvous-Manöver visualisiert. Der Treibstoffverbrauch über die Simulationszeit zeigt wenig überraschend, dass zu Beginn des Manövers, in der die größten Steuereingaben durchgeführt wurden, der größte Treibstoffverbrauch auftrat und für das gesamte Manöver der gesamte Treibstoff von 900 kg aufgebraucht wurde. Allgemein lassen sich Satellitenformationen in zwei Kategorien einteilen: kraftfreie Formationen, die keine externen Kräfte benötigen, und erzwungene Formationen, die zur Aufrechterhaltung einen kontinuierlichen Schub benötigen. Betrachtet man den Zustandsraum von zuvor, so erhält man mittels Matrix-Exponentialfunktion aus der Übertragungsmatrix A und den Anfangsbedingungen aller Zustände bei T0 ist gleich 0
eine Zustandsübertragungsmatrix, mit der man die relative Position und Geschwindigkeit zu beliebigen Zeitpunkten berechnen kann. Diese Matrix bildet die Basis für viele weitere akkuratere Modelle für relative Bewegungen und ist lediglich für kleine Formationen mit kreisförmigen Orbits des Zielsatelliten geeignet, da sich die vernachlässigten Störungen indirekt proportional zur Distanz zwischen den Satelliten auswirken. Berechnet man nun das Matrixprodukt, erhält man die Gleichungen für die relative Position in geschlossener Form, die für die Berechnungen des Model Predictive Control verwendet werden können. Die Gleichungen für die relativen Geschwindigkeiten werden analog berechnet. Um zur kraftfreien Lösung zu gelangen, werden zunächst die Steuereingaben auf 0 gesetzt, wodurch alle Terme mit Vektor U ebenfalls zu 0 werden. Betrachtet man die restlichen Terme, fällt auf, dass es in der Gleichung für x und z Terme gibt, die unabhängig von der Zeit t sind. Durch Setzen der Anfangsbedingungen x0 auf minus 2 mal z0 Punkt geteilt durch Omega und x0 Punkt auf 2 mal Omega z0 werden alle zeitunabhängigen Terme eliminiert, wodurch eine kraftfreie Formation erreicht wird, was ein Abdriften der Satelliten verhindert. Standardmäßig sind Satellitentrajektorien auf eine eindimensionale Konfiguration beschränkt, bei der sich alle Satelliten in einem Orbit befinden und somit den gleichen Störbeschleunigungen ausgesetzt sind. Die korrespondierende Formation nennt sich a Long Track Formation und wird beispielsweise vom GRACE Project zur Messung der Gravitationsfeldschwankungen der Erde verwendet. Verlässt mindestens einer der Satelliten die Along Track Formation, unterscheidet man zwischen In-Plane-Formationen, die sich auf die Orbit-Ebene, also der XZ-Ebene, begrenzen, und Out-of-Plane-Formationen, die sich unabhängig von In-Plane-Bewegungen entlang der Y-Achse bewegen. Diese Erweiterung um eine Dimension ermöglicht beispielsweise Trilateration. Ein Beispiel hierfür ist das Hawkeye 360 Project, dessen drei Satelliten gleichmäßig along track verteilt sind, während der mittlere eine oszillierende Out-of-Plane-Bewegung durchführt. Eine weitere Formation im zweidimensionalen ist der Projected Circular Orbit, bei dem der Verfolger um den Zielsatelliten kreist oder bei dem alle Satelliten um einen virtuellen Zielsatelliten kreisen. Hat jetzt noch mindestens ein Verfolger eine von den anderen verschiedene Inklination, so erhält man eine Cartwheel Formation und erstmalig eine dreidimensionale Formation. In dieser Variante handelt es sich um eine Cartwheel Helix Formation. Andere Varianten beinhalten zusätzlich In- und Out-of-Plane Bewegungen und werden dann beispielsweise Cartwheel 3:1 genannt. Eine weitere dreidimensionale Formation ist das Tetrahedron. Hier befinden sich zwei Satelliten along track und die anderen zwei zwischen ihnen befinden sich auf einer angewinkelten Eklipse. Ziel ist es, dass sich das Volumen des aus den vier Satelliten dynamisch geformten Tetrahedron nicht ändert. Formationen im Dreidimensionalen wurden bislang nur von wenigen Missionen durchgeführt, wie beispielsweise die 2015 gestartete Magnetospheric Multiscale Mission von NASA, die zur Untersuchung der Magnetosphäre eine tetrahedrische Formation bilden. Zur Aufrechterhaltung mussten jedoch mittlerweile 600 Manöver von der Bodenstation durchgeführt werden. Die Selbstorganisation von mehreren Satelliten im dreidimensionalen Raum wurden von noch keiner Mission durchgeführt. Jedoch wurde vor kurzem eine gestartet, die ich zum Abschluss kurz vorstellen möchte. Die NETSAT-Mission soll weltweit erstmals die Kooperation von mehr als zwei Satelliten in einer dreidimensionalen Konfiguration zeigen. Am 28. September dieses Jahres starteten mit einer Sojus-Rakete vier Kleinsatelliten vom russischen Kosmodrom Plesetsk. Diese nur 4 Kilogramm schweren CubeSats wurden von einer Kooperation des Zentrums für Telematik und der Smart Small Satellite Systems GmbH in Würzburg entwickelt und gebaut. NETSAT soll erstmals die Selbstorganisation von mehreren Satelliten im dreidimensionalen Raum im Rahmen einer Formation im Orbit zeigen, wodurch bahnbrechende Erkenntnisse für zukünftige Sensornetzwerke zur Erdbeobachtung im Weltraum, wie zum Beispiel dreidimensionale Ansichten der Erdoberfläche
und Computertomographie-Methoden zur Beobachtung des Inneren von Wolken eröffnet werden sollen. In dieser Tabelle sind die geplanten Manöver der NetSat-Mission aufgelistet. Verschiedene Formationen sollen verglichen werden, um die optimalen Bedingungen für Beobachtungen etc. zu erhalten. Dabei werden zugleich die Übergänge zwischen den Konfigurationen untersucht, um den Wechsel so energieeffizient wie möglich durchzuführen. Und es werden Kontrollstrategien getestet, um dies autonom zu ermöglichen und auch die Formation autonom beizubehalten. Manöver 1 bis 3 dienen der Kompensation des initialen Drifts nach dem Aussetzen im Orbit zwischen den vier Satelliten und der Einnahme des Zielorbits. Der Controller Delta A im Manöver 2 erreicht dies durch Minimierung der Differenz der großen Halbachse mittels kontinuierlichen Schub pro oder retrograde. Danach sind jeweils die Szenarien in gleicher Farbe markiert, die sich aus Acquisitions- und Maintenance-Manöver zusammensetzen. Wie dies im Orbit in etwa aussehen würde, zeigt diese vom Zentrum für Telematik bereitgestellte Simulation, in der die vier Satelliten von der Tetrahedron-Formation zur Cartwheel 3:1 Out-of-Plane-Formation übergehen. Wie zuvor in der letzten Spalte der Tabelle gesehen, dauern die Übergänge zwischen den Formationen mehrere Wochen, daher wird die Simulation noch ein wenig beschleunigt, bis letztendlich die Cartwheel-Formation eingenommen wurde. Wissenschaftliche Messungen aus vielen verschiedenen Perspektiven durch ein Sensornetzwerk gewinnen durch die großen Entfernungen zwischen den Satelliten stark an Präzision. Dabei bilden die Satelliten riesige virtuelle Antennen, wodurch je nach Anwendung Kommunikation über große Entfernungen oder hochauflösende Beobachtungen möglich sind. Dieses Verfahren wird bereits seit Jahrzehnten durch beispielsweise dem Very Large Array in New Mexico angewandt. Zukünftige Missionen, die von diesen Anwendungen Gebrauch machen, sind bereits geplant. So ist für das Jahr 2021 das Projekt TimTom geplant, das mittels fotogrammetrischer Methoden dreidimensionale Strukturen auf und nahe der Erdoberfläche beobachten soll, und das Projekt Cube zur Verteilung von Quantenschlüsseln, um eine abhörsichere Kommunikation zu ermöglichen. Für das Jahr 2022 ist das Projekt Cloud-CT geplant, das Computertomographie-Techniken verwenden soll, um einen besseren Einblick in Wolken zu erhalten und dadurch Klimavorhersagen zu verbessern. Der Paradigmenwechsel von traditionellen großen Raumsonden zu kooperierenden, kostengünstigen Kleinstsatelliten eröffnet viele neue interessante Anwendungsmöglichkeiten und ermöglicht es vor allem auch kleineren Unternehmen in relativ kurzer Zeit, ein Projekt erfolgreich in den Orbit zu kriegen. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse von NetSat und welche von den hier behandelten Manövern letztendlich in den zukünftigen Multisatellitenmissionen angewendet werden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielen Dank für euer Interesse.